Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Live. Ich bin Keule und ja, ich habe mir heute auch ein paar von diesen netten Boxen geleistet. 12 Stück, erstmal das kleinste Paket. Für alle, die es nicht wissen, man kann große und kleine Pakete da oder größere Pakete einkaufen, je nachdem, wie viel Geld man ausgeben will. Ich würde es so wie letztes Jahr machen und zuerst die kleinen Pakete ausprobieren. Heute fange ich mit dem kleinsten Paket an. 12 Boxen sind drin für 21,59 oder so. Und weil es nur 12 drin sind, werden wir die alle einzeln aufmachen. Einfach mal, weil es lustig ist. So. Was gibt es dafür? Bergkristall, warmer Bernstein, 7 Tage Spielzeit und 250 Gold. In der nächsten Schachtel. Auch hier wieder 250 Gold, 100.000 Silber. Ab 50 geöffneten Schachteln gibt es, glaube ich, einen 8er, mindestens ein 8er Premium. 500 Gold und ein bisschen Bergkristall. So, die ersten Schachteln sind weg. Dann nehmen wir die nächsten drei. Also man kriegt jeweils drei von diesen Neujahrsschachteln, von den Weihnachtsschachteln, von den Mondscheinschachteln und Magieschachteln. So, auch hier werden wir da einzeln öffnen. Wie gesagt, wenn man mindestens 50 Schachteln öffnet, kriegt man automatisch einen Stufe 8er oder 9er Panzer. Ich denke mal, hier kommt bereits das erste kleine oder größere Gimmick. d-Skins und so weiter, das sind jede Menge Zeugs da. Das sieht aus wie eine Katze. Eine kleine Fellnase. Keine Ahnung, wie die heißt. Die Ratchire-Katze ist aus der Schachtel gesprungen. Drei aufkommende Katzen sind jetzt verfügbar. Fortfahren. Ja, süß ist die Katze. Ja, fein. So, nächste Schachtel auf. Noch kein Panzerbesitzer dabei. 7 Tage Premium-Spielzeit. 250 Gold. Besonders viel Gold war auch noch nicht dabei. Dürfte, glaube ich, bekannt sein, alle Panzer, die schon vorhanden sind, werden im Nachhinein zu Gold gemacht. Da kann also richtig was bei rumkommen. So. Schachtel Nummer 7. Vickers Sexton ist da dabei. Ein Stufe 2 Panzer. Öffnen wir mal die nächste Schachtel. Also für den gibt es, glaube ich, 700 Gold oder so, wenn man den schon hat. Hier wieder diesmal 500.000 Silber mit dabei und wir machen die letzte Neujahrsschachtel, glaube ich auch ist das. Und es gibt einen 3D-Skin und zwar für den EBR Weißbandreifen, okay. Hot Rod. Panhard EBR 105. Ja, kann man jetzt natürlich sagen, ob das geil ist oder nicht. Ich finde es okay. Mehr nicht. Man muss es ja nicht übertreiben. So, als ein 3D-Skin bisher und einen Stufe 2 Panzer. Die letzten beiden Schachteln kommen. 500 Gold. Und das ist die letzte Schachtel. Gibt es hier noch irgendwas oben drauf? Zumindest kein Panzer. Ein bisschen Spielzeit gibt es. Premium-Spielzeit. So, Statistik schauen wir uns an. Bekommen haben wir ein Fahrzeug. Den Vickers Sexton. Einen 3D-Stil. Eine Dekoration. Die Redshire Katze. 18 Tage Spiel. WOT, Premium-Zeit und 4.500 Gold plus 600.000 Credits und ein bisschen. Ja, spezielles Spezial. So. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich würde sagen, wir räumen mal hier alles ab, was es zum Abräumen gibt. Das habe ich nämlich heute noch nicht gemacht. Wollen uns unsere Ressourcen ab.
Danach werden wir den Vickers mal ausprobieren. Wichtig ist mal bei allen Kumpels da Ressourcen abgreifen, damit man da auf die höchste Stufe kommt. Und dann alles hochleveln, was geht. So, hier sind wir bereits auf Stufe 5, oder was heißt bereits? Wir sind erst auf Stufe 5. Hier sind wir auch auf Stufe 5, das heißt, es geht nicht weiter hoch. Das ist gar nicht unseres. Bin natürlich im falschen Lager. Wo sonst? Wir sind erst Stufe 2. So geht's ja nicht. So, Stufe 3. Sind erst für Stufe 6 insgesamt. So, ab zum Weihnachtsbaum. Und wir sind auf Stufe 7 gelandet. Das heißt, es gibt so eine Geschenkmarke und ein bisschen was obendrauf, Ausbildungsbroschüren und anderen Krimskrams. Ach, wie wunderschön. Und die Installation noch ein bisschen nach oben bringen. Ne, haben wir gar nicht mehr. Da sind wir schon pleite. Heidewitzka, so schnell geht das. Kriegt man gar nicht richtig mit. Kriegen wir auch nicht mehr höher. Und den Weihnachtsmarkt auch nicht mehr. Jetzt bei den Freunden noch was abzuholen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Gut, würde ich mal sagen, wir gucken uns mal die Stufe 2 Panzer an. Vickers klingt eher englisch, würde ich sagen. Dürfte, glaube ich, ein Brite sein. Ne, ist kein Brite. Da haben wir ihn. Vickers 6 Tonnen. Klingt für mich eigentlich englisch. Aber was weiß ich schon. So, hier nehmen wir ein paar Granaten raus. Hier nehmen wir ein paar Premium-Granaten mit rein. Durchschlagskraft 23 auf Stufe 2 für HE. Ist nicht so schlecht. Ja, füllen wir mal auf. 28.000 Silber gehen raus. Warum nicht? So, Sichtweite. 310 Meter, ist gar nicht mehr so schlecht. Bauen wir mal das Gerät hier ein. So eine allgemeine. Ist, glaube ich, ganz okay, würde ich sagen. Gucken wir gleich mal. So, Verbrauchsgüter. Alles kann kaputt gehen, aber nicht jeder kann wiederbelebt werden. Also brauchen wir ein Verbandpäckchen. Ja, super. So, jetzt brauchen wir hier eine vernünftige Crew drauf. Eine von den Schnecken da? Ganz sicher nicht. Das wäre ja dann Verschwendung. Das sieht er mit Sicherheit genauso. WZ111 5A, BZ75, WZ120. Dann möchte denn bei mir aufs Fahrzeug. Wir nehmen mal dich dazu. Verlegen. Brauchen auch keine gute Crew am Anfang. Das ist alles so ein bisschen, ja, spezielles Spezial. Also nicht großartig ernst zu nehmen. M41. Machen sie mir echt schwer hier. Ne, schicke ich zurück. Kommen komplett neue rein.
Kommandant rekrutieren. Wie gesagt, da werden wir nicht viel Geld ausgeben, sondern setzen wir gleich direkt hier rein. Frischschütze. Bin mir sicher, dass es auch mit einem Klick alles geht auf einmal. So, Vickers 6 Tonnen. Zerstören Sie ein Fahrzeug in einem Gefecht. Verursachen Sie 5 kritische Treffer in einem Gefecht. Erreichen Sie mindestens Platz 3 Ihres Teams nach verursachten Schaden. Ich würde sagen, wir rücken mal aus. Mal sehen, ob das jetzt hier um ja, fast 23 Uhr möglich ist, den Panzer ein bisschen auszuführen. Also von 12 Schachteln kann man natürlich nicht besonders viel erwarten. Ah, 4600 Gold ist okay. Die Welt ist es natürlich nicht. Das dürfte klar sein. So, auch bei neuen Fahrzeugen auf Stufe 2 zählt natürlich das erste Gefecht. Seid ihr immer High Tier, es sei denn, ihr wartet länger als eine Minute aufs Gefecht. Dann nicht. Dann habt ihr keine Chance. Da kommt ja auch Plus. Plus 1. So. Panzer 2 ist viel mit HK ist damit dabei. AM Gendron. 3,06 Sekunden Nachladezeit. Wie gesagt, schwache Crew, aber ist egal. Spielt hier noch keine Rolle. Langsam drehender Turm. Uiuiuiuiui. Richtig, richtig langsam drehender Turm. Spare Sichtweite natürlich. Ist halt Stufe 2. Brauchen wir nicht viel erwarten. 1-2 ist okay. Was haben wir für eine Kanone drauf? 45 mm oder sowas. 47. Okay. Muss gleich das erste Gefecht ausprobieren hier. Gleich direkt nach vorne fahren. Einer von da oder nicht? Weggerusht da unten. Das heißt, wir müssen jetzt zurückfahren. Das Allerschnellste ist er nicht, aber es reicht auf Stufe 2 ein bisschen gemein zu sein. Oh, die seifen uns da gerade ein auf der langen Linie, auf der 1er 2er. Teilweise Fahrzeuge natürlich, die ja nicht online sind. Oder die ich nicht online vermute. Das denn? 107 Schaden erstmal eingestreift. So war eingebüßt hier. Selber macht es auch keinen Spaß hier, die Kiste. Wir haben den ersten Kill geholt im ersten Gefecht. Das ist natürlich hervorragend. Wie gesagt, langsam drehender Turm. Holen wir den mal raus da. Aus seinem Leben.
Bam, Treffer. Treffer. Und raus. Getreffert. Holen wir uns den auch noch? Nein, holen wir uns nicht. Den holt jemand anders. Also wir haben 340 HP im Feld und 539 Schaden haben wir schon mal gemacht. Fängt nicht so schlecht an. So, jetzt haben wir hier auch ein bisschen Platz. Denke ich mal, war alles schon offen. Ne, der Vickers Sextern im Gegenteam war noch nicht offen. Geblockt haben wir natürlich nichts. Also die Geste dürfte ordentlich weich sein. Mal sehen, ob wir eine richtig fett Knete machen. Ist übrigens mein erstes Gefecht heute. Der ging bereits auf 990 oder auf nur noch 900 HP herunterdezimiert. Artillerie ist da. Irgendeiner auf meiner Seite? Nö. Ich feuer natürlich alleine lang. Da ist der Vickers. Das war's. Da ist der T7K, der macht natürlich richtig Rabatz. Hat dafür jetzt, glaube ich, 25 Sekunden Nachladezeit. Wenn das alle gesehen haben, dass er mich rausgenommen hat, müsste normalerweise ein Feuersturm auf ihn entfacht werden, der dafür sorgt, dass er gleich rausfliegt. So, 590 Schaden haben wir gemacht. Das ist okay. Ich würde dann direkt mal das richtig angehen, aber so richtig böse. Nee, die ziehen sich alle zurück. Schafft es nicht. Wir sind von HP her sind wir so gnadenlos weit vorn, dass wir einfach mal einen richtigen Feuerüberfall machen können. Oh nein. Nee, wir lieber mal ein bisschen zurückhalten, ja. Schön zärtlich. Vickers kriegt einen aufs Dach. Bleibt also schon mal ab und zu was hängen, aber das ist halt wirklich die Ausnahme. Hier brennt einer. Stirbt einer. Da weiß jemand nicht, wie er das Ganze machen soll. Du bist full life. Nur mal so dann nebenbei. Also wirklich komplett full life. Raff ich nicht, warum da nicht mehr Druck gemacht wird. 770 zu 223. Vielleicht könnt ihr mir das erklären. Hier verliert man ja nur wirklich gar nichts. Das ist ja wirklich nur ein Witz und kein richtiges Gefecht. Sagen wir mal Gemetzel, so wie ich es ganz gerne nenne. Die lassen sich dahin zusammenschießen. Eine Artillerie-Einschlag nach dem anderen. Wir sind bei 655. Wir sind bei 635. Jawohl. Die anderen halten sich immer noch zurück. Keiner will. Das ist so genial. Fahr doch direkt von ran. Ich raff das nicht. Das ist mein absolutes Rätsel. Würde ich gar nicht einziehen, würde ich zurückziehen. Ja. So, jetzt machen die ein bisschen Druck. Da ist eine Artillerie. Super. Und raus der Dreck. Was hat er jetzt davon? So, jetzt dürfte es, glaube ich, eindeutig werden. Das heißt eindeutig. Man kann es fast schon Gefecht nennen. Der hat verschossen. Fahr ran. Okay, dann nicht. Also, wir haben einen Kill gemacht. Ne, wir haben drei Kills gemacht. Wir haben insgesamt 590 Schaden verabreicht. Wir haben 40 Schaden geblockt. Tatsächlich. Und 69 Schaden haben wir aufgeklärt. Also ein kleines, ja, Entfernungsfahrzeug.
später nicht im Nahkampf fahren. Bringt absolut nichts. Haben wir gerade gesehen. Das Ganze ist ein Zweierwert. Wir haben 66.000 eingenommen. Davon waren 50.000 für den ersten Tagessieg. Also ist die Megakohle, kann man damit nicht machen. Das dürfte klar sein. Auf Stufe 2 gibt es nicht besonders viel. Verursachen Sie 5 kritische Treffer in einem Gefecht. Habe ich nicht bekommen. Okay. Wir wenden das gleich mal an, damit wir die Crew hier schnellstmöglich nach oben bekommen. Okay, wir sind auf Platz 2 gelandet. Okay, kann man machen. Fürs erste Gefecht, in Ordnung. 22 Schüsse abgegeben, 14 haben getroffen. Hier haben wir alle durchschlagen. Und ein bisschen was im Plus. Vickers 6 Tonnen. So sieht die Kiste dann insgesamt aus. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber halt eine Stufe, auf der, glaube ich, die wenigsten von euch unterwegs sein dürften. Von daher, ja. Ich würde sagen, wir hängen noch eine Runde hinten dran. Irgendwas Vernünftiges fahren wir jetzt. 6030er Wertung. Stufe 7. TD. Kein Premium. Sondern das U100Y. Ist U100M1, würde ich sagen. Ja, wir schicken die ins Gefecht und gucken mal, wo wir da ein bisschen was reißen können. Geht mit Sicherheit gegen 9er. Was für eine Überraschung. Ach, Gottchen, hey. Warum auch nicht? Wir sind auf der linken Seite hier gespawnt, mehr oder weniger. Wir werden nicht in die Stadt fahren. Normalerweise sind wir in der Stadt hervorragend aufgehoben. Können wir hier vergessen. Standardmunition, 212 Durchschlag auf Premium 258. Mit jeweils 250 Alpha-Schaden. Fahren wir dann, glaube ich, ganz gut. HE ist noch ganz gut dabei. Warum habe ich 5 HE-Granaten hier dabei? Weil er recht flott ist. Im Grunde ist die Kiste hier auf Stufe 7 ein Objekt 268 Version 4. Also mit dem könnt ihr schon mal üben, wenn ihr mal später das Objekt ansteuern wollt, wenn ihr es noch nicht haben solltet. Objekt 268 Version 4. Kann man mit dem bereits vernünftig probieren. Also das flott unterwegs, finde ich zumindest, ist frontal hervorragend gepanzert. Hat natürlich gegen 8er so seine Probleme, gegen 9er ist er annähernd chancenlos. Aber es bleibt hier und da mal ein bisschen was hängen. Also er ist nicht komplett lost. Wie man so schön sagt. Wie gesagt, die Stadt werden wir natürlich meiden, so gut es geht. Das macht natürlich keinen Sinn. Keine Artillerie dabei. Ich habe den auch aktiv eingestellt, sieht man hier. Keine Optik dabei. Und der Sichtweite extrem schwaches Fahrzeug. Da bleibt was hängen. Project 46. Mit der deutlich besseren Sichtweite natürlich. So, ich mache mal das, was man hier machen muss. Licht. Und gib ihm eine mit. Gehen wir dabei auf? Wir gehen nicht dabei auf. Komisch. Was können die anderen sich da im Jetzt kriege ich eine drauf. Es bleibt ein bisschen was hängen, allerdings landet das nicht in der Panzerung, sondern es macht natürlich trotzdem Schaden. Irgendwas wird zerstört. Eine Kette oder irgendwas anderes. Extrem doofes, was man braucht zum Fahren. Dementsprechend bleibt das nicht als Blockschaden. So, wir können leider nur in der zweiten Reihe stehen bleiben. Direkt nach vorn wagen würde ich mich nicht, denn wenn ich hier von rechts den Tiger
sehr. Für mich absolut unverständlich, warum der in der Stadt ist. Ja, ist ein schwerer Panzer. Aber da wird nur überhaupt nicht gefahren wie ein schwerer Panzer. Kann man ja super aus der zweiten Reihe spielen. Muss man auch, wenn man gegen Neuner antritt. Die Frage, kann ich mich auf die Leute hinter mir verlassen oder nicht? Die Leute in der Stadt kann man sich aktuell nicht so verlassen. Von HP haben wir schon wieder extrem eingebüßt. Ich kann nicht nach vorne fahren, der Tiger 1 stört. Und zwar massiv. Zumindest kriegen sie die Kiste da genullt. Ich kann hier nichts tun. Aus der zweiten Reihe. Gar nichts. So, versuchen wir halt doch noch reinzufahren irgendwie. Tigermaus, sowas zum Beispiel, haben wir mit Premium-Munition vielleicht die Chance, mal irgendwie ein Schüsschen anzubringen. Das werden wir auch gleich mal ausprobieren. Aber mehr ganz sicher nicht. Da bleibt dann halt was hängen. Wenn man mal Glück hat. So wie in dem Fall. Ja, knallharte Niederlage. 4-9. Viel Schaden haben wir nicht gemacht. Kritische Treffer schon gar nicht angebracht, aber es geht nicht anders. Wenn man mit dem gegen Neuner spielt, ja, da bleibt halt nicht viel übrig von der Kiste. Dürfte, glaube ich, auch eine Minusrunde sein. Ja, ein bisschen im Minus sind wir gelandet. Hängen wir noch eine Runde auf Stufe 8 hinten dran. Aber kein TD. Wir nehmen einen schweren Panzer. Irgendwas, was mir gefällt. Mein absoluter Liebling, Carnovan. Nach wie vor mein absoluter Favorit, wenn es um schwere Panzer auf Stufe 8 geht. Starke DPM, super robuster Turm. Mobilität ist typisch für einen schweren Panzer, eher schwach. Die 93mm Kanone hat nur 280 Alpha-Schaden, gibt wenig Panzer, die da drunter sind. Aber es macht unheimlich viel Spaß, mit dem zu spielen. Die einzigen, die ein bisschen auf den Sack gehen können, sind zum Beispiel die BZ-176 mit ihrer HE-Munition. Da kann es auch mal richtig scheppern. Natürlich nicht so lustig. Aber wir haben auch so einen kleinen Scheusal davon. BZ-176. Und zweimal Artillerie pro Seite, keine Aufklärer. Ja. Ich habe mit lila Equipment hier versehen, weil ich den ja gern so habe. Bitte fahr doch. Und dann irgendwie im Turbo an mir vorbeifahren. Völlig sinnlos. Dann gleich auf die linke Seite fahren. Wälder und Gestrüpp hinter uns lassen. Und versuchen nur über den Turm zu spielen. Denken wir, dass die Artillerie direkt auf mich aufmerksam wird. Hier sein mit. Geht nicht auf dabei? Doch, wir gehen auf. Ich würde schon sagen, das gibt's ja nicht. So. Ist eine Artillerie, die nichts geleistet hat? Ne, lass mich erst raus. Turmziel ist schlecht, Leute. KV4 macht's richtig.
Noch einer? Das ist richtig. Hoppala. Das 3 bleibt hängen. BZ176 da hinten aus der zweiten Reihe. Ebenfalls eher eine Art Vagina-Spieler, würde ich sagen. Wie gesagt, in seiner HE-Munition nervt wie Sau. Wenn er sie mal spielen würde. Wechseln. 0-4, wir haben da hinten ordentlich eingebüßt. Wir werden da auch gleich überrannt werden, denke ich mal. Boah. Dass ich heute halt so eine schlechten Runden hier präsentieren muss, nervt mich selber. Aber ich kann es nicht ändern. Bin natürlich genauso in den Teams gefangen wie ihr. 15.000 HP der Gegner. 7.000 haben wir noch. So, wir werden es mal mit unserer Sichtweite ein bisschen hier vorne hinstellen. Ich hoffe, dass der Skorpion da hinten bleibt. So. Treffer. Macht den einer da den Deckel zu? Treffer. Natürlich gibt er mir noch eine mit vorher. So, ein kritischer Treffer. Treffer. Da ist der WZ. Bleibt beim zweiten Mal hängen. Sagt, rückwärts ist natürlich auch nicht besonders viel los bei der Kiste. Dürfte klar sein. Dürfte ungefähr klar sein. Das ist dieses One-Shot-Kill. One-Shot-One-Kill-Dingens, was hier rauskommt. Ja, keine Chance. Selbstverständlich nehme ich die Niederlage natürlich komplett auf meine Kappe. Es bringt absolut nichts hier was anderes zu sagen. Ja. Das wird es auch schon gewesen sein. Ich werde es heute nicht hier auf die Spitze treiben. Ich werde es dabei belassen. Wir werden uns mal angucken, wie wir hier gleich untergehen. 7-13 klingt gar nicht so schlimm. Ist es aber. Machen wir uns nichts vor. Das war echt eine ganz lahme Sache hier. Aber was soll's, kann man nichts tun. Ein Kill haben wir gemacht. Geht in Ordnung. Was wir auf jeden Fall noch machen werden, den EBR 105 werden wir gleich noch hübsch machen. 5 kritische Treffer in einem Gefecht haben wir ebenfalls. 7000 machen wir netto. Wir sind auf Platz 2 gelandet. So, unser Bester vom Schaden her, IS-6B, wäre da drüben auf Platz 5. Sagt eigentlich schon eine ganze Menge aus, würde ich sagen.
So, nehmen wir an. Gucken wir nochmal, was wir hier für eine Wertung hätten heute. 6892 wären damit eine ganze Ecke höher als mein normaler Wert. Der ist so bei, wo ist denn der? 5476. Viel mehr habe ich nicht. Also für alle, die denken, ich bin ja sonst irgendwas, ein geiler Spieler oder sonst irgendwas, den Zahn muss ich euch leider ziehen. Das ist nicht so. Nicht mal im geringsten. So, jetzt gucken wir uns noch an, was der EBR hier, dass wir den ein bisschen hübsch machen. Den habe ich gar nicht da. Guck, das gibt's das? Habe ich den echt nicht hier? Kann ja wohl nicht wahr sein. Le Françoise. Habe ich tatsächlich nicht dastehen. Nehmen wir mal ohne Besatzung. Und machen den schick. So, Äußeres. Fangen wir mal damit an. Fertige Stile. Hot Rod. Das sieht echt gemein aus. Alter, was haben sie denn da gemacht? Heidewitzka. Habe ich noch einen 105er Crew? Ja, habe ich. Bin mir sicher, dass es das mit einem Klick auch geht. Aber ich weiß nicht, wie ich das mache. Von daher ist das wurscht. Hauen wir schnell die Crew drauf, rüsten den schnell aus und fahren wir noch eine Runde. Ich bin eigentlich kein Fan von diesen Radpanzern. Überhaupt nicht. Finde die nach wie vor eher zu unpassend. Sind nicht mehr so stark wie früher. Immer noch zu stark, meiner Meinung nach. Und absolut unpassend, finde ich zumindest, sind die Dinger auf jeden Fall. So. Die Verbesserte will ich nicht drauf haben. Tun wir noch was für die Sichtweite. Handsitz oder ähnliches. Sichtsystem des Kommandanten haben wir auch noch mit drauf. Einfach mal, weil es lustig ist. So, ein bisschen Munition. HE-Munition kann man ja durchaus anbieten. Hat aber weniger Durchschlagskraft bekommen. Hat ja ein bisschen eingebüßt oder einbüßen müssen. Machen wir 16, nehmen wir mal auf 10. Passt. So. Also aussehen tut er schon mal. Sagen wir mal interessant. Und wir fahren mit Rationen. Und Direktiven, wenn wir schon mal dabei sind. Kalibrierte Optik habe ich mir jetzt genug. 38 Stück. Ich würde sagen, wir hängen noch eine Runde mit dem dran. Könnte auch hier wieder eine ziemlich kurze Runde sein, aber ist mir egal. Was hat denn an Sichtweite eigentlich? Gerade so das Maximum, glaube ich. 446, das ist so lahm. Eieieiei. Egal. Egal. Wie gesagt, Fahrzeug meiner Meinung nach ganz ehrlich zu schnell. Dass die Räder so viel Schaden wegfangen, finde ich unter aller Sau. Das gehört sich normalerweise nicht. Wenn die Granate richtig einschlägt, dann müsste normalerweise müssen wir Ende sein. Kann nicht sein, dass da. Was war denn das für ein Ton? Alter Schwede. V8? Jawohl. Big Block? Ja, sieht aus wie ein Big Block. Meine Güte. Was haben sie denn dahin gezimmert? Ja, bist du noch zu retten, hey. Aber man sieht's da, ich habe vier von diesen komischen Kampfpunkten auf dem Fahrzeug, weil ich den halt nicht so oft fahre. Habt ihr eh gesehen, ich habe ihn verkauft, von daher brauchen wir natürlich nicht drüber reden, ob ich den jetzt gern habe oder nicht. Habe ich nicht. Punkt und was. Punkt der Sichtweite natürlich, kein richtiger Aufklärer. Eher so ein Versuchskaninchen.
nicht gleich angeschossen werden. Oh, da ist jemand offen, würde ich sagen. Gibt auch schon vom Stritzwagen 103B eine drauf. Also der Klang ist schon mal richtig geil. Hot Rod hat schon was. Optik gewöhnungsbedürftig. So, am X kriegt er drauf. Reicht das, ist die Frage. Oder tendenziell eher nein. Und abschmieren. Tschüssikowski. Wollen wir nicht probieren, ob ich hier irgendwie rauskomme? Komme ich nicht raus. Ja. Okay, ich würde sagen, wir lassen das Ganze sein. Heute ist nicht mein Tag. Heute ist überhaupt nicht mein Tag. Auch wenn die Wertung am Anfang recht vernünftig aussah, ist unterm Strich hier nichts von mir zu verlangen. Wir gucken uns auch das Gefecht nicht zu Ende an. Das Ding ist gelaufen. Für mich. Von daher ist ja wurscht. Also, besonders viel war noch nicht drin in den 12 Schachteln. Beim nächsten Mal werden wir die etwas größeren öffnen. Mal gucken, was die kosten. Ich will da ein bisschen Geld zusammensparen. Okay, das Geld habe ich, glaube ich, noch gerade so übrig. Also, wenn ihr hier von diesen davon 3 Schachteln nehmt oder 11 Schachteln, dann seid ihr bei 20 Euro. Wenn ihr die gemischten hier nehmt, bei 12 Schachteln seid ihr bei 21,59 Euro. Bei 28 Schachteln seid ihr bei 44,79 Euro. Und bei 80 Schachteln seid ihr bei 106,99 Euro. Ja, hier unten steht es nochmal, wenn ich noch 38 Schachteln mehr zulege, ist auf jeden Fall ein 8er und oder ein 9er Premium-Panzer drin. 240 Schachteln finde ich schon ein bisschen viel. Aber kann man, denke ich, auch machen, wenn man da ein bisschen was investieren möchte. Man kauft dann halt nur einmal Gold im Jahr. Das ist in Ordnung, finde ich. So, es gibt Geschenke. Schriftzug, Wurf, Wurf. Sehr gut. Genau das brauche ich. Und beim Automaten holen wir uns noch die große Ersatzteilkiste. Große Ersatzteilkiste. Krass. 500 XP. Gut. Jo, das soll es von mir gewesen sein. Leute, wenn es euch gefallen hat, trotz meiner mauen Ausbeute, dann draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.